Ich ging langsam die Stufen hinauf, bis ich vor der Glastür stand. Nervös fuhr ich mir noch einmal durch meine Haare und starrte mich selbst in der Scheibe an. In meiner linken Hand umklammerte ich meine Wasserflasche so fest, dass meine Knöchel weiß hervortraten. Vorsichtig streckte ich meine Hand nach vorne aus und zog an der Tür. Ein Schwall von warmer Luft empfing mich, als ich eintrat. Das Erste, was ich hörte, waren Stimmen, gefolgt von einem lauten Rums. Dann erst einmal Stille, dann wieder ein Rums. Links von mir saßen Erwachsene und unterhielten sich angeregt über irgendetwas. Rechts von mir bediente sich gerade ein kleiner Junge an der Getränkeauswahl und kippte dabei aus Versehen seinen Becher um. Darauf folgten der genervte Aufschrei seiner Mutter und das schuldbewusste Gesicht von ihm selbst. Ich ignorierte meine Umgebung, soweit es denn möglich war, und ging weiter nach vorne, bis ich vor einer großen grauen Matte stand, auf der sich unzählige kleine Kinder in weißen Anzügen tummelten und sich gegenseitig auf den Boden warfen, nur um dann wieder aufzustehen und von vorne zu beginnen. Völlig in Gedanken versunken schaute ich weiter zu und wurde immer unruhiger. Anscheinend wusste jeder hier, wohin er gehörte. Jeder außer mir. Und das Verlangen, sich einfach umzudrehen und wegzugehen, wuchs stetig in mir an. Plötzlich tippte mich jemand an meiner Schulter an. Erschrocken fuhr ich herum und schaute langsam nach oben in die Augen einer jungen Frau. Ich musterte sie unauffällig. Auch sie trug so einen Anzug, nur war ihre nicht weiß, sondern schwarz. Sie hatte kurze, dunkelblonde Locken und warme braune Augen. Hi, ich bin Ira. Du bist neu hier, richtig? Wie heißt du denn? Ich antwortete nicht sofort, sondern nickte nur langsam. Ich bin Amelie. Schön, dich kennenzulernen. Sie streckte mir die Hand entgegen. Ich ergriff sie zögerlich und erwiderte zaghaft ihr freundliches Lächeln. Zum ersten Mal an diesem Tag verschwand das ungute Gefühl in mir und wurde von einer warmen Welle fortgespült. 5 Jahre später. Ich ließ meine Beine baumeln. Das lauwarme Wasser umspielte sanft meine Knöchel. Die Sonne brannte erbarmungslos auf mein Gesicht. Gedankenverloren schleckte ich mein schmilzendes Eis, damit es nicht in den Fluten des Meeres unterging. Vor einer Woche hatte ich meine Gürtelprüfung bestanden und durfte mich jetzt offiziell eine Trägerin des braun-schwarzen Gurtes nennen. Ich dachte daran, wer ich früher war und wie das Training mich verändert hat. Mein Selbstbewusstsein ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, was aber auch nicht besonders schwierig war, wenn es zuvor viel, viel kleiner war. Die Stunden auf der Matte haben mir gezeigt, was es heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der man sich wertschätzt und respektiert. Ich habe begriffen, dass man manchmal hinfällt, immer und immer wieder, und aufgeben will, aber man nie aufgeben darf, sondern sich hochkämpfen muss. Denn irgendwann bleibt man stehen und fängt an zu laufen. Ich hatte Glück, so nette Trainer und Mitlerner bei Pazuru zu haben, die mich unterstützten und Geduld mitbrachten, wann auch immer ich an einer Übung scheiterte und neu beginnen musste. Der Kampfsport hat mir eine neue Sicht auf Dinge gegeben, die mir sonst wahrscheinlich verwehrt geblieben wäre. Pazuru ist zu einem Teil meines Lebens geworden und ich möchte allen da draußen, die sich die Zeit nehmen und mir zuhören, versprechen, dass auch ihr weit kommen werdet. Ihr alle seid etwas Besonderes und denkt daran, du wirst nicht besonders, weil du Teil von etwas Besonderem bist. Etwas ist besonders, weil du Teil davon bist.